Schule im Gespräch, live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Herzlich willkommen zu der heutigen vierten Episode, heute mit dem Thema Medieneinsatz in der Schule. Dazu habe ich wieder einen Gast eingeladen, heute ist bei mir Jürgen Stelmes. Herzlich willkommen, lieber Jürgen, stell dich doch bitte selbst vor. Ja, mein Name ist Jürgen Stelmes, ich bin Fachleiter an diesem Studienseminar seit 2007. Jürgen, du bist Fachleiter für Physik, Fachleiter für Mathematik und Fachleiter für Informatik. Deswegen der optimale Gesprächspartner, um über Medieneinsatz in der Schule zu sprechen. Was versteht man denn unter Medien im schulischen Kontext? Erstmal, Medien sind allgemein Elemente, die Inhalte vermitteln können. Das kann die Sprache sein, das kann die Tafel sein, das kann Bücher sein, das kann Tablets sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Du sprichst jetzt ganz bewusst einmal die neuen Medien an, also Tablets, Internet beispielsweise, aber auch Bücher und Tafel. Hat das Buch, der OHP, also der Overhead-Projektor, die Tafel, hat das noch eine Relevanz heute? Wenn man sich die aktuellen Diskussionen anschaut, dann sieht es natürlich so aus, dass das alles zurückgedrängt wird. Aber wenn man von der Zielstellung des Unterrichts ausgeht, einen möglichst hohen Lernertrag zu erzielen, dann haben diese konventionellen, traditionellen Medien immer noch ihre Bedeutung. Die Zielstellung, die Fragestellung muss eigentlich immer sein, nicht ich halte eine Tabletstunde, ich halte eine Computerstunde, sondern die Zielstellung ist, welches Medium nehme ich, um einen bestimmten Inhalt, eine bestimmte Kompetenz optimal zu fördern oder auszubauen. Also du als Informatiker sagst, das Buch, der OHP, die Tafel, das Heft haben immer noch Relevanz, wenn es zum jeweiligen Unterrichtsgegenstand oder meiner Zielrichtung im Unterricht passt. Ganz klar. Also auch im Fach Informatik gibt es Stunden, da arbeiten wir ohne Computer. Informatikunterricht ohne Computer ist sogar in einigen Bereichen ein Schwerpunkt. Denn es geht nicht unbedingt darum, mit dem PC zu arbeiten, es geht nicht unbedingt darum, zu programmieren, sondern es geht im Wesentlichen in dem Fach und in den meisten anderen Fächern ja um das Problemlösen. Okay. Das Problemlösen, das erfolgt in der Regel im Kopf und dafür brauche ich keinen Computer. Okay, und das, du sagst, das geht in allen Fächern so. Also in allen Fächern kann ich Digitalisierung oder informatorische Bildung betreiben, indem ich einfach entsprechende Denkansätze verfolge? Da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen ist ja die informatorische Bildung in Rheinland-Pfalz in der Sekundarstufe 1 der verpflichtende Bestandteil, der den Schülern vermittelt werden soll. Und das gilt beispielsweise für die Wahlpflichtfächer, Technik und Naturwissenschaften, Wirtschaft und Verwaltung, Haushalt und Soziales. In diesen Bereichen werden informatorische Kompetenzen gefördert. Das gilt aber auch für alle anderen Fächer. Beispielsweise in Mathematik ist es so, dass bestimmte Elemente auch im Lehrplan enthalten sind. Tabellenkalkulationen zum Beispiel zum Lösen von Annuitätsdarlehen-Problemen. Okay. Du bist ja jetzt Spezialist, aber da du Informatiker bist, für die neuen Medien. Welche neuen Medien, also es gibt ja eine ganze Bandbreite von neuen Medien, welche hältst du für den schulischen Einsatz am relevantesten? Das ist auch wieder eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Klar gibt es eine Menge neue Medien, die auch aktuell sind und gerade in jedem Munde sind. Das Tablet hat gerade einen großen Boom ausgelöst. Smartphones sind in der großen Diskussion. Denken wir an das Smartphone-Verbot in Frankreich. Aber auch noch Laptop, Whiteboard. Es gibt so viele neue Medien, die gerade aktuell sind. Und sinnvoll halte ich sie für alle. Die Frage ist nur, was will ich denn jeweils mit dem Medium erzielen? Und das ist immer die Prämisse. Ich muss im Vorfeld überlegen, welches Medium brauche ich, um einen bestimmten Inhalt zu vermitteln. Nenne doch mal ein Beispiel. Ein neues Medium und ein ganz konkreter Einsatz im Unterricht. Also wann sucht ihr was aus? Wann setzt man das Tablet gekonnt ein? Wann ein anderes Medium? Was fällt dir ein? Das Tablet kann man an verschiedenen Arten und Weisen einsetzen. Der Vorteil erstmal des Tablets, um es mal klar zu machen, der Vorteil des Tablets ist einfach, es ist schnell hochgefahren, wir kriegen zu allen möglichen Problemen Apps, die wir schnell herunterladen können, es ist leicht zu transportieren, es ist super schnell, es ist interaktiv, die Schüler können damit auch sehr intuitiv arbeiten. Konkretes Beispiel, wenn ich in Mathematik in Geometrie etwas bearbeite, beispielsweise über Dreiecke rede oder über zentrische Streckung, kann ich dann vielleicht in einem ersten Schritt inaktiv, auf der inaktiven Ebene, erstmal zeichnen lassen von Hand. Inaktiv heißt zeichnen von Hand.
Arbeiten von Hand, inaktiv, ganz genau. Also dieses Eisprinzip ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den es in allen Fächern ja zu beachten gilt. Und auf der inaktiven Ebene zuerst einmal mit Dreiecken zu arbeiten, zu zerschneiden, zu zerlegen, zeichnen in einem nächsten Punkt und dann am weiteren Schritt kann man viele Dreiecke anschauen, untersuchen, beispielsweise mit Hilfe einer dynamischen Geometrie-Software und da bestimmte Sachen untersuchen, beispielsweise die Winkelsumme in Dreiecken. Okay, also nicht der reine Zugang über das Medium und das digitale Medium, sondern ich beschäftige mich erst mit der Hand, ja, mit diesem Problem und benutze dann noch diese digitale Seite des Lernens, um einen weiteren Kanal anzusprechen. Ganz genau. Also wenn sich eine Sache bei mir in den letzten Jahren jetzt so als Erfahrungsschatz da verstärkt hat, ist es die Tatsache, dass gerade in unserer Sekundarstufe 1, in der Realschule Plus, die Schüler noch ganz stark gebunden sind an diese inaktive und auch an die ikonische Ebene. Also wenn die Schüler direkt auf einer symbolischen Ebene arbeiten, also nicht nochmal vorher alles in der Hand hatten, nochmal drüber nachgedacht haben, angepackt haben, angehalten haben und auch nicht gezeichnet haben, sondern direkt an der höheren Ebene sind, dann ist das Lernen nicht so nachhaltig. Mhm. Und vieles von dem, was wir auch dann glauben als Lehrer, dass Schüler es verstanden haben, haben sie im Kern dann trotzdem nicht verstanden. Okay. Du hast jetzt schon mehrfach dieses Eis-Prinzip angesprochen. Also Eis ist die Abkürzung für inaktiv, also mit der die Hand. Handelnde, ja. Ikonisch, die bildlich, modellhafte Ebene, mhm, und die symbolische, Zeichen, sprachlich, diese Ebenen. Ja. Das wäre vielleicht ein Thema für eine weitere Folge, ja, dieses Eis-Prinzip, weil es ja ein ganz interessantes Verfahren nicht nur im Mathematikunterricht ist. Aber gehen wir nochmal zu den Medien zurück. Ein häufiges Problem von digitalen Medien in der Schule ist, dass sie erstens teuer sind, zweitens schnell überholt sind und dass sie dann, wenn man sie mal hat, nicht funktionieren, weil ich als Lehrer vielleicht nicht kompetent genug bin oder weil irgendein Software-Bug da ist. Wie würdest du eine Schule ausstatten mit einer normalen Lehrerschaft? Welche digitalen Medien sollten da sein? Ja, wie ist die Herangehensweise und worauf sollte man erstmal verzichten bei einem ganz normalen Kollegium, was ja, so Mittel mit Medien umgehen kann? Das ist natürlich eine Frage der Herangehensweise, das hast du schon richtig gesagt. Man sollte nicht ansetzen mit dem, was kriege ich für mein Geld, maximal an Power, an Leistung, sondern im Vorfeld muss irgendwo ein didaktisch-methodisches Konzept sein, das die Schule erstmal entwickelt haben muss. Denn erst wenn ich ein solches didaktisches Konzept habe, kann ich mir im nächsten Schritt überlegen, welche Medien brauche ich dazu. Klar, es gibt Medien, die eignen sich aufgrund ihrer Vielfältigkeit besonders, denken wir an Laptops oder denken wir an iPads, denken wir an Whiteboards. Das sind Sachen, die passen immer. Aber die Frage ist natürlich, welchen Leistungsumfang, wie viele Elemente muss man haben oder auch wie muss das Netz, die Vernetzung sein, wie ist die Anbindung an das Internet. Das sind Fragen, da muss man im Vorfeld überlegen, klar, was sind die finanziellen Mittel. Und dann war wirklich eine Frage des pädagogischen Konzepts. Was wäre denn ein pädagogisches Konzept? Du arbeitest ja auch in Bitburg an der Schule, du kennst ganz viele Schulen. Was ist denn ein sinnvolles pädagogisches Konzept zum Umgang, zum Erlernen des Umgangs mit Medien für Schülerinnen und Schüler? Zuerst einmal bin ich schon der Meinung, dass die Schüler nicht so früh herangeführt werden sollten an eine komplette Digitalisierung. Man kann jetzt zu den Thesen und Mythen, die Spitzer sagt oder ihm auch nachgesagt werden, kann man jetzt stehen, wie man will. Mhm. Aber das ist schon so, dass erst einmal elementare Kompetenzen, beispielsweise im Schreiben, im Rechnen, vorhanden sein müssen. Ab dem 5., 6. Schüler denke ich schon, dass man mit bestimmten Elementen anfangen kann, beispielsweise auch Internetrecherche, erste Möglichkeiten der Nutzung von Office-Software oder auch Aufbau, wie ist eigentlich so ein Computer aufgebaut, wie funktioniert so ein Computer, die Maus. Damit kann man schon früh anfangen und dann progressiv muss man es natürlich dann weiter aufbauen. Mhm. Wichtig ist aber, ich nehme es mal nur ein Beispiel heraus, das ist die Internetrecherche. Wenn ich im 5., 6. Schuljahr einsteige mit einer Internetrecherche, dann kann ich nicht direkt sagen, informiert euch mal in Biologie zum Thema Skelett. Gebt das mal in Google ein. Sondern ich muss dann schon hingehen und sagen, 5. Schuljahr,
die Kompetenzen der Schüler im Lesen, im Exerpieren von Texten, in der Aufnahme von Texten, Analyse von Texten sind wahrscheinlich nicht ganz so groß. Ich muss das Ganze irgendwo einschränken. Vielleicht kann ich dann einen Pool von Seiten vorgeben, und damit die Schüler dann erfolgreich auch recherchieren können. Also du hast Manfred Spitzer genannt, der Hirnforscher ist und Medien kritisch betrachtet, also ja, oft kritisch betrachtet, nicht komplett. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos sicher, die man sich anschauen kann, auf die wir gerne verweisen. Aber du sagst vor allem, man soll nicht direkt mit allen Möglichkeiten der digitalen Welt beginnen, sondern die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt anleiten. Ja. Du hast gerade angesprochen, Recherche im Internet. Wie verhindere ich denn, dass Schülerinnen und Schüler Dinge finden, die sie nicht finden sollen? Also Gewalt, Sexualität, das ist ja ein großes Problem, das man als Lehrer hat. Ja, man kann nicht immer steuern, was die Schüler denn finden, wenn sie Suchwörter eingeben. Es kommt natürlich darauf an, wo das Ganze jetzt geschehen soll. Ich kann natürlich im Unterricht dafür sorgen, dass sie das nicht machen, indem ich ein Handyverbot ausdrücke. Ja? Okay. Dann kommen sie gar nicht irgendwo dran. Das ist aber nicht unbedingt die optimale Lösung. Wenn ich einen vorgegebenen Pool gebe an Seiten, die die Schüler aufrufen können, das kann ich beispielsweise in einem, vielleicht mit Hilfe von QR-Codes auf einem Arbeitsblatt vorgeben, dass sie bestimmte Seiten nur auflisten können. Ich kann eine Seite vorgeben, wo bestimmte Links nur drin sind, die die Schüler nur aufrufen können. Ich kann ein pädagogisches Netzwerk haben mit einer bestimmten Schülerschutzsoftware. Das sind so die einfachsten Möglichkeiten. Das ist aber jetzt die eine Sache. Auf der anderen Seite muss ich die Schüler aber auch fit machen, dass sie selbstständig diese Entscheidungen treffen. Das heißt, ich brauche auch ein pädagogisches Konzept, in dem die Schüler auf diese Gefahren auch vorbereitet werden, also prophylaktisch. Also das eine wäre jetzt, QR-Codes sind diese genau, viereckigen Bilder oder quadratischen Bilder, die man abfotografiert und ja, dann auf eine Seite weitergeleitet wird. Also so kann man steuern, was Schülerinnen und Schüler sehen. Wie bereite ich denn den Schüler auf ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit Internet vor? Auf jeden Fall nicht, indem ich ihn vom Internet wegsperre. Mhm. Punkt 1. Das ist für mich ganz wichtig. Die Schüler müssen sich auch in diesen Bereichen üben. Sie müssen auch in diesen Bereichen arbeiten. Ich brauche aber, damit die Schüler das entsprechend auch selbstständig auch entscheiden können, im Vorfeld Fortbildungsmaßnahmen. Das kann in der Schule ein Themengebiet sein, beispielsweise Jugend- und Medienschutz. Ich brauche aber auch Fortbildungsmaßnahmen, vielleicht auch mit Hilfe von außerschulischen Hilfen. Es gibt genügend Zentren, die Mitarbeiter haben, die an Schulen fahren. Junge Menschen, fast im Alter der Schüler, die auf Gefahren hinweisen, die eine Fortbildung anbieten und dann so auf einer niedrigen Hemmschwellenebene mit den Schülern entsprechend arbeiten, kommunizieren und dann auf Gefahren hinweisen. Ich war einige Male bei solchen Fortbildungen für die Schüler dabei und das war aus meiner Sicht optimal. Die Schüler hatten ganz schnell keine Hemmungen, haben sofort dann die Diskussion mit den jungen Referenten gesucht und aus meiner Sicht war das sehr, sehr, sehr nachhaltig. Die Schüler fit machen. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch die Lehrer fit machen. Und ich höre ganz häufig, wenn man mit Kollegen spricht, die dann sagen, die Schüler sind viel fitter als ich selbst. Die machen mir was vor. Ich kann gar nicht kontrollieren, wie schnell und was die da alles machen. Wie können sich denn Lehrer fit machen, um ja, der digitalen Bildung entgegenzukommen oder da mitzuwirken? Ja, es ist schon eine ganz große Aufgabe, die die Lehrer an dieser Stelle haben. Es ist schon so, dass Lehrer sich fortbilden müssen in diesem Bereich. Die einen Lehrer sind in dem Bereich schon sehr affin, die haben da auch viele Erfahrungen. Das andere ist, wir haben ganz viele junge Kollegen, die jetzt hineinkommen, die gerade in der Ausbildung sind oder gerade aus der Ausbildung rauskommen, die sowieso schon Medienschutz als Thema in der Ausbildung hatten, die aber auch selbst durch ihres Alter noch in dieser Zeit sind und wissen, wie das Ganze läuft. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt auch viele Kollegen haben, für die ist das jetzt natürlich ein großer Sprung, in diesen Bereich hineinzugehen und die müssen schon geschult werden. Das kann aber nicht nur eine Aufgabe der einzelnen Lehrer sein, dass sie sich dann, was eine Möglichkeit ist, zu Fortbildungen anbieten oder anmelden, sondern es muss auch so sein, dass diesen Lehrern vielleicht in einem Schulrahmen entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten geboten werden. Man darf sich auch nicht vertun, die Kollegen haben 27 Stunden in der Woche Unterricht.
viele Aufgaben in den letzten Jahren dazu bekommen. Und da ist so eine Fortbildung zu einem Thema, mit dem man sich gar nicht so auskennt, vielleicht gar nicht so auskennt, ist dann schon sehr aufwendig. Und deswegen müssen auch Hilfen gegeben werden, damit dann Kollegen, die da eine Hemmschwelle haben, da vielleicht auch nicht die Zeit haben, dass sie da herangeführt werden. Und am wenigsten Probleme haben sicher die Physiker, die Mathematiker, die Informatiker mit neuen Medien, sage ich mal. Ich jetzt als Musiker und Biologe habe vielleicht eher Schwierigkeiten, mich diesem Thema zu widmen. Trotzdem ist es ja wichtig, dass ich in meinem Biologieunterricht, im Musikunterricht, im Deutschunterricht und so weiter auch dieses Themenfeld mit betrachte. Welche Konzepte fallen dir da ein? Was hast du vielleicht schon erlebt, wie andere Fächer sinnvoll mit Medien arbeiten? Also beispielsweise Musik, weil ich doch selbst auch Musiker bin, ganz klar. Man kann mit ganz einfachen Apps und Tablets, kann man selbst einfach Musik aufnehmen, Musik gestalten, ganz einfach. Oder mit einfachen Videoschnittprogrammen kann man ganz tolle Trailer, ganz tolle Videos ohne große Probleme, ohne Hemmschwelle einfach schnell aufnehmen. Man muss nur ein, zwei Fotos machen, drei Fotos machen. Es gibt Anleitungen, einen Text dazu schreiben, vielleicht noch aufnehmen. Das klingt gut. Das kann man, es gibt noch viele andere Programme, mit denen man beispielsweise szenische Spiele erstellen kann, wo verschiedene Charaktere, die Hexe, die Fee, dargestellt sind. Man kann die bewegen, man kann das Ganze aufnehmen, vertonen. Toll, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten für jedes Fach. Du hast gerade Spiel angesprochen. Mhm. Wenn ich an Computer denke, denke ich natürlich auch an Computerspielen. Mhm. Spielt das im Unterricht eine Rolle? Computerspielen oder Spielsoftware, Spielen, Lernen? Im ersten Moment klingt das so ein bisschen, na, Spielen im Unterricht, das ist, kann ja nicht sein, aber ganz im Gegenteil. Das Spielen hat ja in der Fachdidaktik einen ganz großen Stellenwert, eigentlich in jedem Fach. Und Lernspiele, und das kann man auch nochmal psychologisch, das ist nachgewiesen, Lernspiele, die entsprechend eingebettet sind in den Unterricht, haben einen großen nachhaltigen Erfolg. Das muss man so sagen, wie es ist. Spiele gibt es aber auch noch in anderer Form. Es gibt viele Quizspiele, beispielsweise Kahoot oder so Creative. Die sind insofern sehr interessant, weil die A, sehr motivierend für die Schüler sind, das ist eine Quizshow. Sie sind aber B, auch sehr effizient für den Lehrer. Ich kann da in ganz kurzer Zeit eine schnelle Rückmeldung, ein schnelles Feedback, einen schnellen Überblick über den Leistungsstand zu bestimmten Fragen in einer Klasse erlangen. Was aber nicht dazu führen soll, dass wir jetzt jede Stunde ein Quiz spielen. Also diese Quizifizierung, das soll man auch vermeiden. Wir kommen dann wieder zurück. Es geht immer um das didaktische Konzept. Ja? Und da ist Spielen, da verweisen wir auf die letzte Folge, wo es um neurobiologisches Lernen ging. Spielen ist eine ganz wichtige Facette von Unterricht, weil es natürlich auch Freude und Motivation bereitet. Ganz genau. Und das ist einer der wesentlichen Faktoren. Jedes Medium muss so ausgenutzt werden, so gesetzt werden, dass es auch die Schüler zum Mitarbeiten motiviert. Lieber Jürgen, das nehmen wir als Schlusswort dieser Folge. Bei Ihnen darf ich mich herzlich bedanken, dass Sie auch die vierte Folge unserer Projektreihe Schule im Gespräch gesehen haben. Nächste Woche spreche ich mit Andreas Tuch. Da geht es um den Nachteilsausgleich. Bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Schauen und bis zur nächsten Woche.